Das Halbfinals der Europameisterschaft 2024 begann mit dem Spiel Spanien gegen Frankreich. Im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien kam es zu einem Handelfmeter für Deutschland, doch dieser wurde nicht gegeben. Dieses hatte für viel Kritik gesorgt und es wurde eine Petition gegründet, das Spiel zu wiederholen, doch diese ist gescheitert. Die Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin füllte sich erst langsam mit Menschen, die das Spiel im Public Viewing verfolgen wollten. Auf der Bühne wurde die Stimmung vor dem Spiel mit Live-Acts und Musik eingeheizt, während die Menschen sich erst einmal mit Essen stärkten, Fans sich vorbereiteten und die Kameras bereit gemacht wurden. Nachdem Frankreich das erste Tor geschossen hatte, war die Freude bei den Spaniern beim Ausgleichstor groß. Als Spanien das zweite Tor geschossen hatte, blieb die Anspannung der Fans bis zum Schluss und verwandelte sich mit dem Abpfiff in Jubel. Jetzt war klar, Spanien ist im Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024.